424.000 Jahre vor der Erschaffung der Himmel oder der Erde oder des Lichthimmels oder des Thrones oder der Gesetzestafel oder der göttlichen Feder oder des Paradieses oder der Hölle erschuf Gott das Licht Mohammeds. Das Licht durchstrahlte 20 Meere des Lichts. Und jedes enthielt das Wissen, das niemand versteht außer Gott selbst. Und als das Licht dem letzten Meer entstieg, fielen die Meere in Bewunderung und bildeten 124.000 Tropfen aus Licht. Und jeder Tropfen war ein Prophet in der großen Prozession, die das Licht umkreiste. Dann formte Gott einen Edelstein aus diesem Licht und teilte ihn in zwei. Die eine Hälfte wurde zu Wasser. Und er legte die andere Hälfte auf das Wasser. Und sie wurde zum Lichthimmel. Dann erschuf er den Thron, der aus dem Lichthimmel erstrahlte. Und aus dem Thron die Gesetzestafel. Aus der die Tafel die göttliche Feder. Er befahl der Feder zu schreiben. Doch die Feder lag 1000 Jahre wie verwirrt da. Was soll ich denn schreiben? Es gibt keinen Gott außer Gott. Mohammed ist der Gesandte Gottes. Sollte die Feder schreiben. Das heißt also, zunächst einmal entsteht aus den Meeren, die in Bewunderung fielen, Tropfen. Das heißt, das Meer verwandelt sich in 124.000 Tropfen aus Licht. Und diese Tropfen umkreisen. Wichtig ist, und jeder Tropfen war ein Prophet in der großen Prozession, die das Licht umkreiste. Das heißt, das Licht gibt es außerdem. Ja? Das heißt, die Tropfen aus Licht sind nicht das Licht. Ja? Nein. Sondern sie umkreisen. Sie umkreisen gleichzeitig das Licht. Ja? Das heißt, das Licht löst die Tropfen aus. Die Tropfen werden jeder einzeln vom Propheten und umkreisen als solches das Licht. Herr Doktor, das ist sozusagen so, ja, dass wenn um die Milchstraße herum gewissermaßen die Sterne einmal kreisen, dann kreisen sie um das Zentrum in 250 Millionen Jahre einmal. Ja. Das sind die Tropfen. Mhm. Das Zentrum der Milchstraße, sozusagen das göttliche Licht. Das göttliche Licht, ja. Das sozusagen verharrt in der Mitte. Ja. Das ist die Prozession. Ja. Nein, die Prozession ist das umkreisende Licht. Das umkreisende Licht. Ja. Und innen bleibt gewissermaßen statisch Gott. Der ist nicht 124.000 Tropfen. Er ist auch 424.000 Tropfen. Das heißt, in den Tropfen ist er nochmal. Natürlich. Er ist überall und immer. Muss man sich also vorstellen, dass er einmal sozusagen in Form von relativ großen Mengen von Tropfen existiert, zweitens als ein Licht im Innern existiert, dass die Tropfen als Prozession umkreisen und außerdem ist er noch außerhalb des Lichts. Natürlich. Die Dunkelheit ist er auch. Er ist alles. Wir lesen mal weiter. Dann formte Gott einen Edelstein aus diesem Licht und teilte ihn in zwei. Die eine Hälfte wurde zu Wasser. Und er legte die andere Hälfte auf das Wasser. Und sie wurde zum Lichthimmel. Dann erschuf er den Thron, der aus dem Lichthimmel erstrahlte. Und aus dem Thron die Gesetzestafel. Und aus der Tafel die göttliche Feder. Er befahl der Feder zu schreiben. Doch die Feder lag 1000 Jahre wie verwirrt da. Was soll ich denn schreiben? Es gibt keinen Gott außer Gott. Mohammed ist der Gesandte Gottes. Das ist die einzige Bedeutung, ja? Nicht die Feder war im Grunde eine Gabe, ja? Gottes an die Menschheit. Ein Mittler. Ein Mittler, die Mitteilungsform. Mittler. Und sie zögert. Sie weiß nicht, was sie schreiben soll. Eben. Ja? Und dabei wozu soll man schreiben, wenn man nicht Gottes Botschaft schreibt? Ja, und dabei ist es ganz klar, was sie schreiben soll.
Es gibt keinen Gott außer Gott. Ja. Und Mohammed ist sein Gesandter. Das ist sozusagen die Version, die wir jetzt aus Spanien überliefert bekommen. Ja, ja, natürlich. Das könnten Sie auch anders sagen. Sie könnten auch sagen, in Syrien liegt die Feder. Ja? Das ist eine christliche Feder. Es gibt keine christliche Feder. Diese Feder hier ist der Mittler von Gott zur Menschheit. Und deswegen der Prophet, der hier der Gesandte ist, der könnte natürlich auch Christus sein. Ja. Der Fisch ruht auf dem Wasser. Das Wasser ruht auf Luft. Die Luft ruht auf Finsternis. Doch worauf die Finsternis ruht, weiß nur Gott selbst. Können Sie das hier in Rotterdam oder in Köln öffentlich sagen? Das sind ja hier Texte, quasi Alchemie des Denkens. Ja, nicht aus Sinn. Nimm das mal in der Reihenfolge, wie es hier ist, und nimm es dann die Bedeutung. Der Fisch ruht auf Wasser. Fisch ist Ichthys. Ja. Ichthys ist Jesus Christus Hyostheou. Ja, ja, das ist richtig. Bloß wir lesen hier also was anderes. Denn es geht hier nicht um das Christentum allein, sondern es geht um einen Vergleich mit Mohammed. Das ist richtig, aber der Fisch bleibt Christ. Das ist unsere Symbolik, die wir da verwenden. Hier heißt es erstmal, der Fisch ruht auf Wasser, während Fische ja sonst im Wasser sind. Ja. Das ist ein ganz schönes Bild. Der Fisch ruht auf Wasser. Das heißt, der blaue Planet, der schöne Planet, auf dem wir leben. Ja. Ja, mit allen Menschen drauf und allen Tieren. Eben, das nächste Satz bringt uns dann näher. Das Wasser ruht auf Luft. Die Luft ruht auf Finsternis. Das ist so das Weltall. Ja. Doch worauf die Finsternis ruht, weiß nur Gott selbst. Ich könnte aber auch die Finsternis als sozusagen den Abgrund verstehen. Nein, nein. Die Hölle. Aber überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist hier ein Bild des Universums und hat weder mit Paradies noch mit Hölle zu tun. Das heißt, die Finsternis, das Chaos, ja? Ist wieso? Die Geburtsstätte. Warum? Das Chaos haben Sie jetzt aus der dazu. Finsternis erschafft Gott Himmel und Erden. Also, es ist die Basis, die Finsternis. Es ist eben das Universum. Aber worauf die beruht? Ja, das wissen wir nicht. Oder ruht. Ist was anderes als beruht. Richtig. Aber beruht wäre Causa. Ja, und hier, Ruth wäre Statio. Eben, und das ist hier viel schöner gesagt, dass die Finsternis, dass die Finsternis ruht. Nehmen Sie das Bild doch so, wie es ist, dass die Finsternis auf etwas ruht. Sie hat Bestand. Ist so wunderschön, der Fisch ruht auf Wasser, das Wasser ruht auf Luft. Das sind doch alles Bilder, die man nur transzendental verstehen kann. Die Luft ruht auf Finsternis. Ja, die Finsternis. Doch, da hört es dann auf. Doch worauf die Finsternis ruht, weiß nur Gott allein, also weiß nur Gott selbst. Ja. Das sind doch ganz gewaltige Bilder. Und ganz klar ist hier, dass einfach sozusagen das Leben auf dem Planeten Erde in Bezug zum Weltall gesetzt wird, zur Finsternis. Wenn Sie das zum Beispiel dem Erzbischof von Köln vortragen, dann sagt er doch, woher haben Sie das? Sie müssen sagen, ich habe es aus Sevilla. Ich habe es aus Erkenntnis. Ich muss ihm gar nicht sagen, woher. Glaubt er Ihnen das? Das muss er glauben. Gott befahl Adams Seele, in seinen Leib zu fahren. Doch die Seele beklagte sich, dass der Eingang zu schmal sei. Also befahl Gott, dass die Seele für immer widerwillig in seiner sterblichen Behausung eingehen und sie widerwillig wieder verlassen solle. Das heißt, er strafte den Klagegesang der Seele. Wieso ist die Seele sozusagen besorgt, dass der Eingang in Adam zu schmal sei? Wir müssen uns das dann als Pneuma vorstellen. Ja. Ja? Und während wir der Leib, die Leiblichkeit Adams sozusagen als Festmasse sehen, wie kann die Seele ein- und austreten? Ja, sie kann und einatmen und ausatmen. Das wäre die eine Möglichkeit. Das ist eine reiche.